Mathe schlägt Brücken zwischen Menschen und Kulturen. Das Leben ist eine Baustelle von Wolfgang Becker. Bist du der Neue für die Kinderbetreuung? Und bei dir? Da siehst du doch. Ich bin Baumarkt, Gastroberie. Parfümerie. Und setzt auf das europäische Kino in all seinen Formen. Je ferai la prochaine fois. Au revoir, Nadine. Au revoir, Madame Willis. Schöne Venus von Toni Marshall. My name is Joe von Ken Loach. Geister von Lars von Trier. Bei Arte kennt Kino keine Grenzen. Die Ewigkeit und ein Tag von Theo Angelopoulos. Privatdetektiv Pepe Carvalho ganz schön in die Klemme. Samstag um 22.40 Uhr. Montag. Na dann viel Vergnügen im Cotton Club. Montag, 20.45 Uhr. Und nun die Fassbindersche Sicht auf Berlin-Alexanderplatz. Morgen. Hallo. Tja, wie soll das bloß weitergehen für Franz Bieberkopf? Das sehen wir morgen in der Fortsetzung von Fassbinders Berlin-Alexanderplatz. Und gleich? Was die Gestaltung der Seitenwände in der Kirche San Luigi dei Francesi kunstgeschichtlich so einmalig macht, gleich im Palais. Samstag. Die Wiedermodernität. Metropolis hält den Geist in Schwung. Samstagabend bei Arte. Mittwoch. Schnuckenack Reinhardt, aus der Familie des großen Django, auch genannt der Wundergeiger. Der Gründervater der deutschen Sinti-Musik singt die Ballade von seinem abenteuerlichen Leben. Mittwoch um 21.35 Uhr. Was sagen uns die Seitenwände von San Luigi dei Francesi?
Das ist jetzt die Frage in Palette. Arte? Was bringt Arte in nächster Zukunft? Malen wir es uns doch einfach aus. Arte. Heute Abend? Mysteriös, mysteriös. Ein verschwundener Ex-Polizist, seine Frau, die ihn als Auftragsmörder anklagt, und Senta Berger als Kriminalrätin, die den Fall zu lösen hat. Schwierig, schwierig. Die Beziehung zwischen einem Filmemacher und seiner Tochter, die er niemals wollte. Verurteilt, Vater zu sein. Ein Dokumentarfilm. Der Franz. Hallo. Der Franz, der findet keine Ruhe. Denn das Wichtigste hat man ihm weggenommen. In Fassbinders Berlin-Alexanderplatz. Unser Programm. Um 20.40 Uhr der Krimi Unter Verdacht. Um 22.15 Uhr der Dokumentarfilm. Und um 0.20 Uhr Berlin-Alexanderplatz.